Hallo, hier ist Nino D'Angelo und ich begrüße euch ganz herzlich zu Schlagerplanet und meinem kleinen Interview. Alles, alles Liebe und viel Spaß mit Schlagerplanet. Was ist für dich das vollkommene irdische Glück? Das vollkommene irdische Glück, ja. Ich glaube, das ist einfach, wenn man zufrieden ist und mit sich im Reinen ist und das Leben, wenn deine Kinder gesund sind und deine Eltern noch da sind und gesund sind, ich glaube, und man in Harmonie mit einer Familie leben kann, ich glaube, das ist das vollkommene Glück. Ich meine, es braucht gar nicht viel. Das vollkommene Glück hat mit materiellen Dingen gar nichts zu tun. Also ich bin eigentlich gar nicht schwierig. Ich bin ein Mensch, der mit beiden Beinen auf dem Boden steht. Ich habe halt meine Meinung und ich lasse mich nicht verbiegen. Und das ist schon schwierig. Das gilt schon. Das ist schon alleine. Das gilt für manche Menschen schon als schwierig, wenn man nicht everybody's darling ist, ja. Und einfach eine Meinung hat und auch durch seine Erfahrung. Ich meine, ich bin ja nicht erst seit gestern im Business. Ich habe mit 15 Jahren angefangen, ich bin heute 55. Und wer will mir noch was erzählen? Da kann keiner kommen und mir erzählen, wie es läuft oder wie ich zu sein habe. Das geht einfach nicht. Und das macht mich vielleicht in den Augen mancher Menschen als schwierig dastehen lassen. Lieblingssänger oder Sängerin der Schlagergeschichte. Ich hoffe, er schlägt mich jetzt nicht. Peter Maffay. Also ich persönlich bin der Meinung, man sollte... Ich habe mit Sicherheit Fehler gemacht im Leben, aber man darf seine Fehler nicht bereuen. Ja, also es gibt ja solche Fehler und solche. Also solange ich keinen wirklich geschadet habe, ist es für mich auch kein großer Fehler. Jeder Mensch muss lernen. Das ist ein ganz normaler Prozess im Leben und beim Lernen macht man Fehler. Aber wenn man jetzt anfängt, Fehler zu bereuen, dann fühlen sie sich an wie ein Verbrechen und das finde ich nicht gut. Also ich bereue meine Fehler. Das sind Lernprozesse. Ich bereue die nicht. Ich sag mir einfach, beim nächsten Mal pass ein bisschen besser auf. Im Schlagergeschäft hat sich sehr, sehr viel verändert, nämlich alles. Und es ist eigentlich schade, aber es ist natürlich auch ein Stück weit der Fortschritt der Zeit und der Generationswechsel und alles Mögliche. Ja, es ist nicht mehr so wie früher. Aber es macht trotzdem Spaß, natürlich auf der Bühne zu stehen. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, wenn ich auf die Bühne gehe und die Leute lieben meine Songs und meine Stimme nach wie vor, dann habe ich ein gutes Gefühl. Wenn sich das irgendwann mal einstellt, dann werde ich auch nicht mehr auf die Bühne gehen. Aber es hat sich grundlegend alles geändert in unserem Geschäft. Früher war das, ja, wie soll ich sagen, da brauchte es keine Verträge, da hat man was abgesprochen und dann war das so. Heute ist das nicht mehr so, leider. Also verabscheuen an einem Menschen tue ich eigentlich grundsätzlich nichts, ja. Weil es gibt immer Gründe, warum ein Mensch sich in eine Richtung oder in die andere Richtung bewegt. Was ich halt nicht mag, ist, wenn Menschen so abstumpfen oder eben halt Menschen, die nur... ja, die nicht ehrlich sind. Da habe ich ja vorhin schon gesagt, Ehrlichkeit ist für mich das Wichtigste. Und es gibt so viele Menschen, die einfach nicht ehrlich sind. Ja, die lachen dir ins Gesicht und hinter deinem Rücken kommt dann der Dolch. Und das ist etwas, was ich nicht mag. Und wenn man nicht loyal ist, das mag ich auch nicht. Naja, ich bin so, wie ich bin. Und das ist... Und darauf, darauf konnte ich, war ich vielleicht, also musste man nicht immer stolz gewesen sein, aber
Aber ich bin halt jemand, der sich nicht verbiegen lässt. Und das ist, ja, das finde ich stark an Menschen, die so sind, wie sie sind und auch so bleiben. Naja, das ist auch, gehört zum Fortschritt. Streaming, Social Media ist halt ganz wichtig. Ich denke mal, dass wir in ein paar Jahren keine CDs mehr haben werden, sondern nur noch Streamings und Streamingdienste. Also man sollte mit diesem Fortschritt mitgehen, weil die CD wird leider sterben. Wie die Vinylplatte und genauso wie die Musikkassetten. Eigentlich, ja, 50er Jahre, da gab es sehr viel Rock'n'Roll. Wenn ich so an die Zeit denke, Peter Alexander, Peter Kraus. Ich weiß nicht, jede Zeit hat irgendwas Schönes. Ja? Die 80er Jahre waren die 80er Jahre, ich kann mich nicht beschweren. Ich bin 63er Baujahr, die 80er Jahre waren für mich auch fantastisch. Ja? 60er Jahre, ich wäre vielleicht gerne 10 Jahre früher geboren, damit ich die 60er Jahre ein bisschen mehr mitbekommen hätte. Ja? Ich werde auf jeden Fall ein neues Album bringen irgendwann. Ich muss halt nur erstmal zufrieden sein mit den ganzen Songs und mit den Texten und so weiter und so fort. Ich bin ja nicht der Künstler, der jedes Jahr ein neues Album macht oder vielleicht sogar zwei Alben in einem Jahr. Also das letzte Album liegt jetzt fast 3 Jahre zurück. Ich bin dabei. Seit einem Jahr schreibe ich neue Songs oder seit noch länger, ich weiß nicht. Es braucht Zeit, die müssen reifen. Ich schreibe immer wieder gerne was um. Also es kann sehr viel passieren in den nächsten Monaten. Es kann aber auch sein, dass ich sage, das ist noch nicht fertig, das gefällt mir nicht, dann mache ich es lieber nicht. Ja, also ich habe Gott sei Dank das Glück, mir das aussuchen zu dürfen. Ich bin ein komplett freier Mensch und Künstler und es gibt keinen Druck von außen, der mir befiehlt, du musst jetzt eine Platte machen. Also ich mache die Platte dann, wenn sie fertig ist und wenn ich glaube, dass sie dann raus muss. Was ist dein Lebensmotto? Was ist mein Lebensmotto? Mein Lebensmotto ist Leben. Einfach nur nicht leben, um zu arbeiten, sondern arbeiten, um zu leben. Ich bin ja jemand, der sehr gerne, wie soll ich sagen, ich hatte so viel Stress in meinem Leben und ich lasse das Leben auf mich zukommen. Und ich nehme es so, wie es kommt und ich lebe gerne und ich genieße die schönen Dinge des Lebens. Das ist das Motto meines Lebens, Leben.